Hi, hier ist wieder euer Frankenranger. Ich zeige euch heute was, und zwar soll es um dieses Victorinox Ranger Grip 79 gehen. 79 ist ja die Version hier mit dem Flaschenöffner. 78 wäre die Version mit dem Phillips Schraubendreher. Ich habe schon mal ein Review gemacht, und zwar zum Ranger Grip 100, 179 müsste das dann sein, und zwar mit den grünen Griffschalen. Jetzt ist die Sache, dass mir die grünen Griffschalen wesentlich besser gefallen, aber beim 179, das habe ich wieder verkauft, ist hier ein Wellenschliff vorhanden, hier hinten. Und ich will das Messer zum Bushcraften benutzen, ich will eine glatte Klinge haben, hat mir einfach nicht so zugesagt. Obwohl das ganze Messer geil ist, aber der Wellenschliff, nö, lass mal. So, und jetzt hat mich dieses Messer aber auch nicht wirklich losgelassen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich hätte das Messer schon gern, aber trotzdem in grün, und habe mir dann hier diese zugegebenermaßen nicht ganz so günstigen Ersatzgriffschalen besorgt, und zwar in grün. So, und jetzt wechsle ich die mit euch aus und baue mir so quasi meinen Wunsch Victorinox zusammen. Ich habe schon mal Griffschalen gewechselt, das war auf so einem Spartan. Bei so einem großen jetzt noch nicht. Aber ich denke, wir werden das schon irgendwie über die Bühne kriegen. So sehen die übrigens von innen aus, aber ich denke mal, die meisten von euch werden es eh kennen. So, als allererstes kommt hier mal der Zahnstocher raus und die Pinzette. Einmal, zweimal. So, dann als erstes fange ich mal hier hinten vielleicht an. Aber das kriegen wir auch noch ab. Jawohl. Erste Griffschalen sind ab. So sieht es hier Ganze im Rohzustand aus. Jetzt noch die andere Seite. Hier muss man ein bisschen vorsichtiger agieren, weil dieses Kreuz hier, das geht nicht mit ab, ne? Der Lock. Das ist ja hier quasi bisschen zentrieren. Der Lock vom Messer hier, ne, ich sehe das. Der Liner-Lock. Und dann kann man auch die Klinge dann hier drüber wieder schön einklappen. Jawohl, hat er. Zweite Griffschale, das sieht noch. Ja, alles okay. Alles okay. Hier sieht man den Lock. Beziehungsweise halt, wo der Knopf hier so angebracht ist. Folgende Idee: Zwei Bretter, Socken mit Löchern. Also alte Socken auf Deutsch gesagt. Ja, sie halten schon mal vom Grundsatz her. So, da habe ich hier so eine schöne. Nicht erschrecken. Oh. Zange. Die zu klein ist für die Bretter. Vermutlich. Scheiße. Ein bisschen mehr an die Seite legen hier. Seht ihr was? Ja. Wollen ja nicht die neuen Griffschalen gleich kaputt machen, wa? So. Und dann hier kräftig drücken. Ja, in der Mitte scheint es ganz gut zu funktionieren.
grundlegend das Ganze. Also ein bisschen so vom Grundgedanken her ist es schon mal eigentlich teilweise ganz gut drauf. Die Griffschalen sind auch nicht wirklich beschädigt. Also was heißt nicht wirklich? Sie sind nicht beschädigt. Okay, machen wir das Ganze mal so. So. So, ich glaube, ich suche doch noch mal den Schraubstock auf. Nehme euch natürlich mit. Okay, da ist das gute Stück. Ich habe den Schraubstock jetzt ins Gartenhaus geholt. So. Schön. Vorsichtig hier reinspannen. Also hier passen sie schon mal Bombe. Auf der Seite. Mega. So, aus Rot mach Grün. Das war's wieder von mir. Euer Frankenranger.